Perfekt. Ja, gut. Okay, schreib mal Namen auf. Hast du Datum schon? Uhrzeit? Müde. Uhrzeit nicht, ne? 22. 56. Du kannst bei dir im Session-Raum nochmal Sounds und Notifications da im Chat ausmachen, dann piept das nicht dauernd, wenn einer was schreibt oder reinkommt. Ich glaube. Also da hast du unten neben dem Twitter- und Facebook-Ding, da hast du Sounds und Notifications stehen. Da ist ein Haken drin. Ah, okay, Notifications weg. Ja. Okay, beides weg. Oder ja, Sounds ja, beides weg. Fühlst du dich? Was hast du so aufgeschrieben? Gut, bisschen müde, neugierig. Ein bisschen gestresst. Echt? Dann leg mal den ganzen Schrott jetzt weg beiseite. Entspanne dir. Vornamen Kaktus? Oder was hast du gesagt? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, Targetnummer 2x6 Ziffern. Mhm. Also fängt an. 570260, neue Zeile. 865611. Okay, dann teile meinen ersten Teilstrich ein und beschreibe kurz den Linienverlauf. Okay, dann fühle ich mal rein, schau mal nach Eindrücken. Das kannst du an Oberflächen und Farben wahrnehmen. All weiß. Mhm. Okay. Stofflich. Stofflich, okay. Abwechselnd irgendwie. Mhm, abwechselnd, so. Okay. Gelb, leicht gelb-weiß. Mhm, gelb-weiß, okay. Zwei. Ganz bisschen grün. Mhm, okay. Machen wir auch einen B-Aspekt. Natürlich. Hm, natürlich, okay. Natürlich. Ja. Von mir.
Gehen wir zum zweiten Abschnitt. Schreib kurz einen Linienverlauf. Klein spitz. Mhm. Steigend. Schwung. Okay. Dann fühl dich nochmal rein. Richte nochmal deinen Blick aufs Target und schau nochmal nach Eindrücken. Kannst du noch Oberflächen und Farben wahrnehmen? Ja, so ehrlich braun irgendwie. Mhm. Ehrlich braun, okay. Irgendwie auch bröckelig, habe ich das Gefühl. Mhm, bröckelig, okay. Bisschen grün ist da irgendwie dazwischen, habe ich das Gefühl. Mhm. Bisschen grün, schreib mal auf. Ich muss mich. Mein scheiß AOL sieht ja wahnsinnig mal gleich so Bilder auf. Das ist echt schon. Einfach nur Eindrücke sammeln. Genau. Schau nur nach Eindrücken. Irgendwie was Spitzes habe ich vor. Was Spitzes, okay. Kaktus. Ah, schreib dir den Kaktus raus, mal zur Not mal auf. Da hast du aus dem Kopf. Wenn es hartnäckig ist, mal dich nochmal als ich ein. Und mal ein paar Mauern drumherum. Und es wird dir aus dem Kopf was für die nochmal rein. Schau nochmal mit Blick auf das Ziel, welche Eindrücke du noch wahrnehmen kannst. Bisschen holzig. Hm, holzig. Ich habe wieder ein gutes Bild für Neues. Was hast du? Ach ja. Irgendwie wieder so genau so ein ähnliches Bild wie bei diesem letzten Tage, was ich hatte da mit dem, dieser Frau und Statue. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, auch einen Scheiß. So eine Konstruktion hatte ich aus Holz. Mhm. Hat nichts damit zu tun. Lass es mal außen vor, pack es in eine Kiste, pack es weg. Leg ruhig mal einen Stift einmal kurz weg, zentriere dich nochmal. Atme nochmal durch. Und mach deinen Kopf nochmal frei. Und wenn es aus dem Kopf was fühlt, zieh nochmal rein. Geh mal ganz locker ran, kannst nichts falsch machen. Kannst du noch weitere Farben wahrnehmen? Ja. Mhm. Grün, grau, transparent. Gelblich-grünlich. Mhm. Gelblich-grünlich, okay. Was denn mal Oberflächen, wie fühlen die sich an? Ich habe das Gefühl, dass Bewegung drin ist. Hm, Bewegung, okay. So, wie so ein Stoff, der da so fliegt. Hm. Wie fühlt sich das zumindest gerade an? Wie Stoff, sagst du? Ja, aber irgendwie, der da fliehen könnte. So. Auf jeden Fall, aber das könnte halt so eine Bewegungsenergie sein. Schreib's mir beides auf. Kannst ja nicht wissen. Bleib einfach ganz normal beeindrucken. Und schau nochmal nach Oberflächen, Farben und Dimensionen, wenn du magst. Ja, es ist irgendwie so trocken. Mhm, trocken, okay. Bröckelig. Bröckelig, sandig. So braun eigentlich. Was hast du gesagt? Fast schon so eine wirklich, wirkliche Erde oder so. Mhm, Erde, okay. Also der Erdton oder so. Mhm. Schreib es mal in der Natur. Ich gehe mal zum nächsten Abschnitt, glaube ich. Hast du noch einen B-Aspekt? Ja, künstlich oder natürlich? Schon natürlich. Ich denke schon so.
Aber ich will es nicht so zu Hause. Kannst du ja auch nicht wissen, Jon. Okay. Okay, also, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Beschreib kurz den Linienverlauf. Stufig. Stufig, hm? Also, S-förmig. S-förmig, okay. Ausladend. Undurchgängig. Okay. Okay, dann schau nochmal nach Eindrücken. Richte nochmal deinen Blick genau aufs Target. Schau es dir nochmal ganz genau an. Und guck mal, welche Eindrücke du noch empfangen kannst. Das irgendwas, glaube ich, recht geschwungen ist. So, was geschwungen ist, okay. Das ist nämlich ja. Was hast du gesagt? Dünen nicht, aber irgendwie so könnte auch so eine Landschaft sein, die da so geschwungen daherkommt. Ich weiß nicht, wie weit ich da entfernt. Lass mal die Landschaft außen vor, hügelig ist ja okay, aber versuch dir nicht irgendwelche Bilder zu bauen. Schau noch mal weiter nach puren Eindrücken. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, schon irgendwie natürlich. Ne? Natürlich, okay. Und ein bisschen frisch. Frisch. Ich. Es findet draußen statt. Findet draußen statt, okay. Kannst du noch weitere Dimensionen wahrnehmen? Nee, im Moment nicht. Okay, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Ah, spitz. Rechtwinklig. Rechtwinklig. Symmetrisch. Klein. Ja, das ist da, glaube ich, entspannt so. Entspannt, okay. Schreib's mal auf. Irgendwas hängt da durch so, oder könnte so durchhängen werden. Aue, Liebe. Noch weitere Eindrücke sammeln. Ja, sind verschiedene, da sind auch so Steine oder irgendwie so Relief, Erhebung. Aber dazwischen ist auch irgendwas, sind mehrere Sachen. Okay. Versuch's mal nicht gleich zu benennen, sammel einfach nur ganz rudimentäre Eindrücke, versuch dir nicht irgendwas im Kopf zusammenzubauen. Grad Stufe 1, locker weg. Nee, weiß nicht, ich bin fertig jetzt. Okay. Hast du alle Abschnitte durch? Ja. Dann schreib nochmal eine AI draus. Wie fühlst du dich da? Wie findest du das? Fühlt sich das für dich an? Ist jetzt nichts Schlimmes. Schreib mal auf, nichts Schlimmes. Wie fühlt sich das für mich da an? Lass mich ein. Nichts Schlimmes ist ja okay. Ja, also ich bin auch nicht konkret auf das Allgemeine, was ich will. Alles klar, das passt doch. Allgemein ist doch gut. Okay, dann machen wir Seite 2, Stufe 2.
Und schau mal nach Farben. Mit Blick auf das Ziel, welche Farben kannst du da wahrnehmen? Was sagst du? Rot oder schwarz. Ja, rot oder schwarz ist doch gut. Gelb. Okay. Geh mal weiter zu Oberflächen. Ich weine ein ganz bisschen grün. Okay, schreib's nur auf. Geh mal zu Oberflächen und richte nochmal deinen Blick aufs Ziel und sag nochmal, welche Oberflächen du im Zielgebiet wahrnehmen kannst. Weiche. Also es kann auch sein, dass es da irgendwie sowas im Fluss ist. Der Wind irgendwie, es könnte auch der Wind sein, der da sehr weich. Irgendwas schlingelt sich da. Ist irgendwie Energie oder Bewegung? Energie, Bewegung, okay. Schlingelt sich. Kannst du ruhig noch dazu schreiben. Auch wenn es Oberflächen sind. Scheiß drauf. Okay, gehen wir weiter dann zu Gerüche. Sag nochmal mit Blick auf das Ziel, welche Gerüche kannst du da vor Ort wahrnehmen? Frisch. Frisch, okay. Nächstes wäre dann Geschmäcker. Geschmäcker. Gelb. Ich weiß nicht. Ja, schreib's auf. Okay, gehen wir weiter zu Temperaturen. Ja. Mit Blick auf das Ziel, welche Temperaturen hast du da? Was sagst du? In Ordnung, also es kann man nicht. Okay. Okay, gehen wir weiter zu Geräusche. Welche Geräusche kannst du da vor Ort wahrnehmen? Was sagst du? Relativ ruhig außer so ein Rauschen. Relativ ruhig außer ein Rauschen, okay. Das ist okay. Gut, dann schauen wir nach Dimensionen. Ich würde schon sagen, das ist irgendwie so. Da gibt es irgendwas im Hintergrund. Okay. Vordergrund. Ist da auch ein bisschen. Zeit um euch ein, wenn du magst. Kannst du noch was zu aufschreiben? Ja, also hier ist, glaube ich, irgendwas vielleicht sogar konstruiertes oder irgendwas. Schreib schon auf, konstruiertes, menschliches. Menschengemachtes. Menschengemachtes, okay. Die Unterfläche, das untere ist irgendwie natürlich, glaube ich zumindest. Oder irgendwie so auch von Menschen gemacht und da kommt die Natur wieder so durch. Schreib es mal ruhig so auf. Unterfläche natürlich. Oder auf. Menschen und verrottet. Okay. Und irritiert. Vielleicht. Und Hintergrund ist auch. Es können auch nochmal mehrere Sachen sein, die üblich sind. Aber es könnte auch sogar. Aber ich, wieso bin ich nicht am Meer? Ich muss wieso. Meer. Schaff's mal raus, streichst dir durch, lese den Kuli kurz weg, schießt dir aus dem Kopf. Aber das. Ich glaube, irgendwas ist da im Fluss. Schaff's mal noch auf, ist irgendwas im Fluss. Das könnte so ein bisschen grün sein, beziehungsweise hier könnte auch so ein bisschen grün oder dazwischen sein. Aber mit den Farben, da bin ich mir echt unsicher, weil das hier ist so, ich glaube, gelblich, rötlich. Gelblich, rötlich, okay. Und da sind aber auch
Also viele unterschiedliche Farben. Mhm. Auf manche Sachen kleinere Aspekte. Mhm. Okay, schreib's mal so auf. Gelblich, rötlich, mehrere Farben, viele kleinere Aspekte. Kleine. Kannst du deine Bewegung einzeichnen? Ja, ich würde. Ich würde jetzt mal sagen, hier in die Richtung, so, aber es kann halt auch in die andere Richtung sein. Ja, mach mal einfach ein, wie du meinst. Erster Eindruck passt meistens, weißt du doch. Und ich glaube, das passt auch zu dieser Form, was auch immer das ist. Könnte auch Schaufel sein, die irgendwie. Bau dir nicht irgendwas zusammen. Alles ist gut. Locker weg. Du hast gesagt, die Form passt zu der Bewegung. Ja, die ist dann irgendwie darauf abgestimmt. So. Schreib's mal auf. Form ist auf Bewegung abgestimmt. Wie ist mit Innenaspekt, Außenaspekt? Hast du eben gehabt? Außen, draußen hast du gesagt, ne? Draußen, ja. Ich habe aber keine Vorstellung, wie groß das ist. Also, könnte auch Raum noch drin sein. So, ich weiß es nicht. Also Innenaspekt hast du auch. Könnte sein, wenn es größer ist. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwas ist, wo Menschen reinpassen. So. Schreib's mal auf, könnte was sein, wo Menschen reinpassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das in Bewegung ist. Es kann auch sein, dass es einfach so eine schöne Konstruktion ist, die am Meer ist und sich da einfach schön reinfügt. Bau dir doch nicht die Bilder, Digga. Locker weg. Sollst du nur Eindruck sammeln. Wenn ich die so exzessiv benutze, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Na klar, auf jeden Fall, aber ich sag dir nur. Ne? Nee, das stimmt ja auch. Ich versuch's. Passt ja. Okay. Wolltest du nochmal ein AI rausschreiben? Wie findest du das jetzt? Wie fühlst du dich da? Ganz interessant, ja. Ganz interessant, okay. Hast du noch was? Wie ist deine Emotion da? Abenteuerlich vielleicht nicht direkt, aber es ist schon... Na, schreibst du so auf, abenteuerlich nicht direkt. Nicht direkt, aber es könnte sein, dass das eine Sache ist, die ich bewundere oder so. Die ich ganz gut finde. Schreib's mal auf. Sache, die ich bewundere, die ich ganz gut finde. Okay, dann nehmen wir die nächste Seite. Seite 3, Stufe 4 machen wir mal. Fängst du an mit S. mit S, D, A, I, E, I, T, I, T, A, O, L und A, O, L, S. Dann fangen wir mit sensorischen Eindrücken an. Stein, irgendwie Alter. Und ich glaube auch erodiert und geschliffener. Erodiert, geschliffener, okay. Stein. Dann ist da irgendwas, es kann auch zähflüssig sein. Zähflüssig, okay. Oder halt auch Sand einfach. Oder irgendwas so. Ganz, ganz, ganz feines, was ganz, ganz feines. Ganz feines, okay. Da steckt was drin und guckt was raus. Da steckt was drin, guckt was raus. Schau mal nach dimensionalen Eindrücken. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, diese Szene ist so aufgebaut, da gibt es eine Art. So, der Fokus ist auf dem, was da auf der Konstruktion oder was auch immer. Und dann ist der Hintergrund auf jeden Fall auch zu sehen, so ein bisschen. Schreibst du auch, Fokus liegt auf der Konstruktion, Hintergrund ist zu sehen. Mhm.
Hintergrund, ja, vielleicht sieht man sogar so einen Horizont, ansonsten ist es vielleicht sogar noch schräger von oben sogar. Mhm. Schreib's mal drauf, vielleicht sieht man den Horizont, sonst schräger. Ja. Kannst du was zu der Bewegung sagen? Es könnte sogar so eine leichte Aufwärtsbewegung sein. Mhm. Leichte Aufwärtsbewegung, okay. Also zumindest von diesem einen, dieser einen Sache, dass die da also rausspringt aus dem oder rausfließt. Mhm. Rausspringt, rausfließt. Nach oben fließt. Mhm. Rausfließt. Okay. Wie sieht es mit AI aus? Wie findest du das? Wie fühlst du dich da? Welche Emotionen hast du da? Ich finde das. Ich finde das, glaube ich, immer besser. Okay. Schreib's mal auf. Und. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen bewundernswert. Irgendwas Bewundernswertes ist. Okay, bewundernswert. Oder beneidenswert fast schon so. Mhm. Beneidenswert, kannst du ja beides aufschreiben. Wie sieht es denn mit EI aus? Wie fühlen andere sich da? Was haben die für Emotionen? Ich glaube, wenn man das sieht, ist es so ein ähnliches Gefühl. So. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut. Stech doch mal rein in die EI. Was kommt dir da? Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen körperlich belastend. So. Mhm, körperlich belastend, schau mal auf. Und ich glaube, das machen nur wenig, ich glaube zwei, ein paar Leute nur, so ein paar. Wie bitte? Das machen nur wenig und was hast du danach gesagt? Ah, Leute, die machen das nur. Mhm. Ja, nur zwei oder ein paar. Ja, schau mal auf, ein paar Leute machen das nur zwei oder ein paar. Hast du denn da Personen? Ich glaube schon, ja. Die sind ziemlich konzentriert. Mhm, okay, konzentriert. Ja. Haben die Absichten oder haben die irgendwelche Intentionen? Ich glaube schon, die wollen was erreichen. Also AOL-Rennen, da muss ich mal wegstreichen. Wie bitte? Was hast du? AOL? Also AOL-Rennboot oder so. Mhm, Rennboot, okay. Schreib's mal auf. Leg den Kuli kurz aus dem Dings, dann dreh dich nochmal. Schieß das Rennboot komplett aus dem Kopf. Und schau nochmal nach. Schau ruhig auch noch mal Fremdemotionen, wenn du nichts mehr bekommst, kannst du ja mal nach Sachen gucken, die du anfassen kannst. Ich glaube, die sind, also das ist, glaube ich, professionell. Hm, professionell, okay. Das kann ich hier. Mhm, kann jeder machen. Sollte ich nochmal gucken? Guck mal nach Sachen, die du anfassen kannst. Ja, da ist irgendwas aus Holz. Mhm. Okay. Hast du noch was? Ja. Also Holz kann ich anfassen. Steine. Mhm. Richte nochmal deinen Blick aufs Ziel und schau dir nochmal das Target genau an. Wie fühlt sich das denn an? Und was kannst du da anfassen? Ja, sind auch Pflanzen, mhm. Kleine oder im Hintergrund. Mhm, okay. Da Steine, Felsen vielleicht auch. Mhm. Und da ist da halt auch, glaube ich, immer noch dieser Fluss da. Mhm. Fluss von irgendwas. Ja, kann ich da nicht. Okay, kannst du was zu der Funktion sagen oder zum Sinn und Zweck? Piek da mal rein, guck mal. Piek mal in IT.
Wofür ist das gut? Ja, ich denke im weitesten Sinne so zur Reise. Zur Reise, zur Reise, okay. Schreib's mal euch alles auf. Und vielleicht sogar auch eine längere Zeit sogar. Für längere Zeit, schreib's mal auch noch auf. Kannst du das unter AOLS irgendwie beschreiben, die Situation, oder umschreiben? Ja, ich hatte jetzt, das ist wie so ein wie ein Wohnwagen vielleicht, ja. Okay, wie ein Wohnwagen. Also, ja. Und AOL wäre, wie heißt diese, haben wir investen da diese Planfahrzeuge. Planfahrzeuge? Ja. Schreib's einfach so auf, Planfahrzeuge. Das ist das AOL, ja. Okay. Pick dich nochmal durch alle Begriffe oben durch und schau nochmal, ob du irgendwo was kriegst. Eben kurz für dich selber, frag dich nochmal im Inneren nach sensorischen, dimensionalen Eindrücken, Emotionen und so weiter. Also bei Tier ist irgendwas Krautiges, habe ich das Gefühl. So. Krautiges, okay. Was Kleines, so ich glaube, das spielt man nicht nochmal. Hast du dir bei Tier denn das Objekt schon genau angeguckt? Das Konstruierte? Nee. Ja, da muss ich mir echt nochmal den Plan wagen. Was für Materialien hast du denn bei dem Objekt noch? Ja, ein ganz bisschen Metall. Metall, okay. Schreib's mal auf. Kannst ja nochmal bei IT schauen, ob du noch einen Sinn und Zweck findest. Oder eine Funktion, wofür das gut ist. Ansonsten fühle ich auch nochmal bei AOLS rein. Lenken, vielleicht irgendwas ablenken. Schreib's mal rein, lenken. Oder irgendwas auffangen oder so. Auffangen, okay. Das habe ich auch gar nicht durchgehört, aber du schließt ja irgendwie. Ah, das sollte ich auch nicht machen, da von meinen Zeichnungen auf irgendwas schließen und so. Das ist komplett falsch. Lass uns außen vor, läuft alles bis drin voll. Gut, nimm mal das nächste Blatt. Und zeichne doch nochmal. Mal dir ruhig mal einen Rahmen. Und fühl dich mal in den Rahmen rein. Wo willst du da was einzeichnen und betiteln? Richte mal deinen Blick aufs Wesentliche. Ja, das Wesentliche ist da, das ist in der Mitte. Okay. Und da ist, glaube ich, eben so ein, könnte auch so ein Stoff sein, der stofflich ist. Was ist das für ein Stoff? Wie fühlt er sich an? Ein bisschen älter. Ein bisschen älter, okay. Ich muss mal früh durch. Aber die machen das so nicht. Wo hast du denn die Farben, das Gelbe und das Rote zum Beispiel? Das ist schwierig. Das Gelb, das
könnte hier der Untergrund sein. Mhm. Nein. Aber da sind halt auch andere Sachen. Ich glaube, das. Und ansonsten, das hier ist, glaube ich, eigentlich. Das finde ich irgendwie extrem schwierig. Schwer. Also, du hast jetzt eine Außenszene, sagst du, ne? Und in das Objekt sagst du, da können Menschen rein? Unter Umständen irgendwie. Mhm. Wieso, wie kommst du darauf unter Umständen? Ich denke, das ist normal, dass da mindestens zwei Leute drin sind oder drei sind. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so für einen Massentransport oder so. Ich glaube, das sind. Okay, schreib's aber dran, 2 bis 3 Leute nicht für Massentransport. Ich hatte auch so uniformierte Leute vielleicht fast. Schaut mal hin, uniformierte Leute. Schau doch mal, beweg dich noch mal ins Objekt rein. Also beweg dich mal ins Objekt rein und schau dich mal da drin um. Was kannst du dazu sagen? Ich habe das Gefühl, die Leute sind da relativ angespannt und so in den Sitzen und sind da irgendwie vor was, vor dem Monitor oder was, so zur Kontrolle oder so ein Fenster raus irgendwie. Schreib's mal auf. Leute sitzen da vom Monitor zur Kontrolle. Und ich habe das Gefühl, die Bewegung von denen ist so aufwärts irgendwie. Und okay. Ist. Weil sie nutzen diese Energie für eine Aufwärtsbewegung. Weil es ist sowieso ein Segelbuch. Schreib mal auf, benutzen diese Energie für eine Aufwärtsbewegung. Begib dich mal direkt zu den Leuten hin, guck mal, was machen die da? Was wollen die? Die sitzen da, die wollen weg starten, vielleicht so fliegen, nein. Ja, schreib mal auf, die wollen weg, starten, fliegen. Also einfach nur vielleicht eine Reise antreten. Oder? Ja, schreib's mal auf, Leute wollen da weg, starten, fliegen. Reise antreten. Aber ich glaube, das ist nicht so eine, vielleicht ist es nicht so, also nicht so eine Verabschiedung auf ewig oder so. Mhm. Oh, kannst ja nochmal zuschreiben, ist keine Verabschiedung auf ewig. Also jetzt nicht in so einem großen Sinne. Mhm. Ja, brauchst du ja nicht weiter interpretieren. Schreib's einfach auf, wie es dir kommt. Kannst du sonst noch was zu den inneren Aspekten sagen? Im Objekt, was kannst du da wahrnehmen im Objekt? Es ist irgendwie merkwürdig, ich habe das Gefühl, dass irgendwie alles natürlich von der Materie allem so. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist schon ziemlich irgendwie merkwürdig. Also ich kann es nicht zuordnen. Also es kann auch sein, dass es einfach ein altes Schiff ist. Oder so, aber ich, mach dir keinen Kopf darüber. Schreib einfach hin, kann ich nicht zuordnen. Ist merkwürdig. Aber die Leute, ich habe das Gefühl, sind uniformiert. Uniformiert? Sie sind uniformiert, sagst du? Ja, haben irgendwelche Abzeichen oder sind so. Mhm. Also, oder nicht uniformiert, oder haben eigentlich Anzüge an, so speziell für die Tätigkeit. Mhm. Schreib mal auf, die haben spezielle Anzüge an für die Tätigkeit. Ja. Was machen die denn da gerade mit dem Objekt? Die haben die Kontrolle darüber, glaube ich. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Mhm. Es kann sein, dass es ein Automatismus ist, aber die sitzen da und ich würde jetzt nicht sagen können, was die da genau machen. Die sind da so, die chillen ja wahrscheinlich und überlassen die Arbeit dem Wind oder was auch immer, was da noch das Ding antreibt. Schreib's mal auf. Überlassen ist dem Wind oder was es da antreibt. Kannst du Emotionen wahrnehmen von den Leuten da? Relativ. Mhm. Unberührt, so. Relativ unberührt, okay, schreib's mal ran.
Aber ich glaube, es ist schon körperlich anstrengend. So. Mhm. Aber die sind halt professionell. So. Mhm. Und strecken sich schon an. Dieses Uniformierte oder diese Anzüge, wie kommt dir das vor? Oder wie so Astronauten irgendwie. Hm, schreib's mal auf, wie Astronauten. Also jetzt von den Anzügen her, meinst du? Ja, irgendwie wie jetzt nicht wie so ein Raumanzug, sondern wie diese blauen Overalls, weißt du, mit den Abzeichnern. Hm, okay. Das ist noch ein bisschen. Ja, schreib's mal auf. Blaue Overalls wie mit Abzeichen. Wie würdest du die Personen beschreiben von ihrer Absicht her? Ist es sinnvoll, was sie machen? Nö. Für dich? Nö, ich glaube nicht. Hm? Schreib mal hin. Für mich nicht so unbedingt sinnvoll. Aber Schlimmes würde ich da jetzt auch nicht vermuten. Hm? Okay, Schlimmes würde ich nicht vermuten, für mich aber nicht unbedingt sinnvoll, so ungefähr kannst du aufschreiben. Weil da ich mich nicht festlegen, weil die sind da ziemlich so unemotional. Ich weiß jetzt nicht, ob die da so groß was Gutes machen, glaube ich, tun sie auch nicht so. Okay, schreib nochmal hin, unemotional. Ja. Kannst du die näher befragen? Dazu, was sie da wollen und was das da soll, was sie machen? Ich glaube, es geht da nur um Ausführen und ich so Zweifel sind da gar nicht so. Okay, schreib mal an, geht einfach um Ausführen. Ausführen. Die sind, glaube ich, so relativ unselbstständig, die beiden. Unselbstständig, also zwei sind's. Ja. Wie kommst du darauf, dass sie unselbstständig sind? Aufgrund ihrer Handlungen oder aufgrund ihrer Emotionen? Ja, die Handlung ist passiv. Tragen Uniform und die haben da, glaube ich, keine großen Emotionen, keinen großen Antrieb dahinter. So, ist einfach Standard für die oder sowas. Oder genau. Okay. Kannst du dich mal, guck dich doch mal da drin in dem Innenraum um so. Was kannst du da alles, was kannst du da wahrnehmen? Guck dir mal die Wände an, die Decke, den Boden. Ah, meine Fantasie geht dann so durch. Ja. Ich bin jetzt bei Aliens UFOs und so. Ah, schreib mal ein AOL, Aliens UFOs ist es nicht. Nichts mehr zu tun. Chemtrails und so. Chemtrails? Ja. Dann schreib mal alles auf, streichst dir durch, schießt dir aus dem Kopf. Okay, zentriere dich nochmal einmal, atme nochmal durch. Und dann fühl dich nochmal rein, schau dich nochmal im Innenraum um. Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Kannst du da Farben wahrnehmen? Ich glaube, da leuchten Sachen vielleicht sogar. Leuchten Sachen, okay. Was für Sachen denn? Irgendwelche Anzeigensachen. Aber wie gesagt, meine Fantasie ist. Schreib's einfach hin, leuchten Anzeigen. Also, und es könnte sogar sein, dass die gar nicht wirklich rausgucken können. So. Das kannst du auch nochmal aufschreiben, die können gar nicht wirklich rausgucken. Das was heißt denn nicht wirklich rausgucken? Also, ja, sie haben schon die Möglichkeit, das wahrzunehmen. So. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Monitor genau ist, aber da sind Sachen, also ich glaube sogar gar nicht, dass die da irgendwie vorne so ein Fenster haben. Ist es dunkel da drin? Oder kannst du da alles normal sehen? Normale Lichtverhältnisse? Ich finde es gerade ein bisschen dunkel. So. Und auch wenn ich vorhin, wenn ich jetzt, also das könnte ich auch nicht sagen, das ist eine blaue Overworld, aber das sind bestimmt auch gar keine blauen Overworlds, aber das sind halt irgendwelche. Ich glaube, es ist relativ eng da und
Relativ eng, das kannst du nochmal aufschreiben. Relativ eng, also wie gesagt, diese Stühle sind halt sehr ergonomisch so. Sie sind da. Die Stühle? Hat ich noch nicht gesagt, aber die sind da halt so. Wie so ein Rennfahrersitz. So. Schlag mal auf, wie Rennfahrersitz. Und die sitzen beide da drin in diesen Rennfahrer? Da ist es, glaube ich, auch recht. Aber das ist, ach, natürlich, das kann ich jetzt so meine Fantasie sein. Ja, ich finde es recht feucht und stickig. Feucht und stickig, okay. Und. Ich weiß es nicht. Du hast gerade diesen komischen AOL da, Alien Ufos. Kam dir das ein bisschen unmenschlich vor oder von den Emotionen her? Oder? Ja, die Emotion, es könnte sogar sein, dass es irgendwie so ähnlich. Dass sie so ähnlich und emotional sind, wie du weißt, was ich bei Fotos da, was wir da gesehen haben. Okay. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt. Zumindest, das hat mich ja schon fast traurig gemacht, diese. Herzlosigkeit und das hier. Das hast du nicht hier. Das, ich glaube, da ist sogar fast so der. Da ist, glaube ich, sogar sowas ganz tief drin ist. Was halt irgendwie auch gar nicht so das da machen möchte, glaube ich. Vielleicht, ich weiß. Also, nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da ist irgendwas ganz tief drin. Die wollen da irgendwas Menschliches so ist da schon. Okay. Also sind schon emotional, aber nicht so fies drauf halt. Ich würde erstmal sagen, dass es Menschen sind, ja. Und, aber die sind halt so unselbstständig. Unselbstständig. Hat es ja eben schon mal, wegen der passiven Haltung und die machen einfach Standard. Aber trotz dieser Unselbstständigkeit ist da. Können sie selbstständig sein, wenn sie es nur wollen. Okay. Aber das ist natürlich auch sehr allgemein. Jeder kann es selbstständig sein. Nee. Leute, ich bin sehr kritisch. Ja, ist doch gut. Ich könnte selbstständig. Kannst du mal Folgendes machen? Kannst du dich mal bitte aus dem Inneren wieder rausbewegen? Aus dem Innenraum, wo du jetzt auch mal bist. Und kannst du mal von oben drauf schauen? Ja, wo ich mal einen Zettel durch. Ja. Beweg dich mal, weiß ich, so nach oben, so weit nach oben, dass du locker drauf schauen kannst und dass du das ganze Objekt von oben sehen kannst. Was kannst du dazu noch sagen? An Dimensionen hauptsächlich. An Dimensionen, ja. Dass die Crew ist, sozusagen. Dann hat es, glaube ich, so eine Größe. Okay. Aber ich bin halt auch jetzt immer noch bei Flugzeugen und Chemtrails. Aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja. Aber welche Form das hat, kann ich nicht sagen, da sind einfach zu viele Flugzeuge. Okay. Okay, Digga, ich will dich nicht weiter quälen. Ja. Mach mal ein Ende. 23:44. Unterstreichst dreimal, löst dich von dem Crap, komm wieder zu Hause an.